David, besser? David, besser? Was noch? Noch ein bisschen. So, David. Gut, jetzt sind wir wieder online bei der versprochenen Partie Konstantin Miric und Dominic Jentsch. Da also weg die neun. Nachdem der Ralf jetzt hier seine wunderbare Trickshot-Show beendet hat, geht das Turnier weiter. Das war sehr erfreulich, sehr schön. Wir hatten sehr viele Zuschauer und tosenden Beifall. Der Ralf hat das wie immer sehr schön gemacht und unterhaltsam. Und jetzt geht es hier weiter im Turnier. Wir sind bei 1:0 für Dominic Jentsch, der jetzt auch aus der Breakbox sein erstes Break hier macht. Okay. Da ist leider nichts gefallen. Damit der Konstantin am Tisch. Schönes Tempo. So 3. Guter Winkel auf die 4. Da schaut er sich schon an, wie es zur 5 geht, ob die noch passt. Mit Lauf zur Stellung 5.
Nee, da war ein bisschen zu viel geschlänzt. Jawohl. Sehr schön. Folie noch beseitigt, dann steht der 9 auch nichts mehr im Wege. Sauber, trocken, kontrolliert runtergespielt. Zweiter Punkt. Erfolgreiches Break hier. Machbare 1. Jawohl, den Banker gemacht. Die Weiße ein bisschen viel.
Das sollte dann ein Safe werden. Aber die drei noch gut zu sehen. Hoppla. Aber nichts passiert. Weiß er noch auf dem Tisch. Keine Einladung für den Konstantin. Auch die Safe-Variante. Diesmal geglückt. Ja, das sieht nach einem Jump Shot aus. Der Dominic packt sein Jump Cue aus. Jawohl. Schöner Jump. Und die weiße Press an der 5. Die 3 damit wohl nicht zu sehen. Muss er sich einen Weg über die Bande suchen, der Konstantin. Dominic Jentsch übrigens, der amtierende Europameister im Achtball. An der Stelle nochmal top besetztes Turnier hier. Auch den Oliver Ortmann habe ich eben schon die Arena betreten sehen. Den werden wir heute auch noch spielen sehen. Konstantin hat die Aufgabe gelöst. Raus aus dem Safe. Keinen größeren Schaden hinterlegt. Schauen wir mal, was der Dominic draus machen kann. Auch nochmal ein Safe. Der sollte wohl hinter die 7. Bleibt aber davor der 7 und damit ist die 3 zu sehen und machbar. Jawohl, alles gelöst bis dahin. Gut. Der Winkel sollte reichen, um rüber zu kommen zur 8.
Der ging gerade noch gut, da hat er mit Lauf gespielt. Bisschen glücklich gelaufen, die Weiße. Die Stellung hat er sich anders vorgestellt. Da hat er sich noch mal eine kleine Aufgabe hingelegt. Und geht nicht. Da kann der Dominic den verlorenen Punkt dann doch noch ernten, was er auch macht. Mit dem Stoppball eingeschossen. Ah ja. Damit ist der Dominic dann jetzt auch mit 3:0 in Führung gegangen. Neben mir wird auch gefachsimpelt gerade über den Ball. Die 7 auf Stellung 8. Von außerhalb ist es natürlich immer leicht, das zu beurteilen. Klar wäre da vielleicht ein Stoppball ein bisschen Zug besser gewesen, sicherer gewesen. Aber wir stehen ja alle nicht am Tisch. Schöner Versuch, leider hängen geblieben an der Kante der Mitteltasche, die 2. Sonst hätten wir da ein potenzielles Safe gesehen. So, langer Ball, viel Tuch dazwischen. Reingemacht. Mit Stellung 3. Vier offensichtlich in die Ecktasche. 5 geht noch auf Mitte. So, jetzt die Folie entfernen, wird ein bisschen kompliziert. Schöne Stellung.
Brauchbarer Winkel, das sollte klappen. Und die neuen in dieselbe Tasche. Jawohl. Erster Punkt für Konstantin Miric. So, und der Konstantin am Break. Break bleibt trocken, nichts gefallen. Dominic hier mit einem Safe. Aus meinem Blickwinkel nicht ganz zu erkennen, ob das geklappt hat. Der Konstantin hat sein Jump-Kühl bereit gemacht. Den nimmt er. Wie es aussieht. Und die drei gefallen. Und die eins dunkel liegen geblieben. Da wird er wohl sich eine Vorbande aussuchen. Er ging daneben. Ball in Hand für Dominic. Der schaut sich an, wie die 2 machbar ist. Okay, die 2 gingen dann wohl noch lang. Ja,
Ja, da ist er nicht so ganz zufrieden mit der Stellung. Aber er wird es lösen, tippe ich mal. So, die 6 ist weg. Die Stellung 7. Stellung 7 auch perfekt. Sauber. Und die 9 gemacht. Damit 4-1 für Dominic Jentsch. Und mit eigenem Anstoß recht aus der Breakbox. Weißer bleibt auf dem Tisch, aber Break trocken, nichts gefallen und Konstantin mit einer wenig erfreulichen Situation. Safe von Dominic Jentsch. Ja, die 1 wohl noch zu sehen. Ja. Und weiter geht das Safe-Duell. Die 1 noch zu sehen, aber übergreifen, unkomfortable Situation. Ja, damit jetzt auch die Chance,
die 1 zu machen, wenn es denn einen Weg zur 2 gibt. Das schaut er sich an. Entscheidet sich für ein Safe. So, diesmal auch recht knackig. Konstantin mit einem taktischen Foul. Schiebt die 5 da zusätzlich ran noch an die 1. Dominic mit dem Resave. Da ist er nicht ganz zufrieden mit dem weißen Ball, wo der liegen geblieben ist. Jawohl, aber ein bisschen unglücklich gelaufen. Die Spieler Janke und Radunovic bitte zur Turnierleitung. Oh, Einsteiger für Konstantin Miric. Schauen wir mal, was er draus macht. Sehr schön. Ei, ei, ei.
Gut, geht noch. Aber ein bisschen suboptimal. Begeistert ist er nicht. Er entscheidet sich für ein Safe, steigt aus und übergibt den Tisch an Dominic Jentsch. Und die 3 ist zu sehen. Gemacht, die 3. Und Weiß über 5 zur Stellung 4. Perfekte Stellung. Das sieht mir doch verdächtig nach einem sicheren Punkt aus. Und damit eben auch zum Sieg für Dominic. So, hier die Weiße nochmal über 2 Banden. Perfekt, Konstantin steht auf. Gratuliert zum schönen Stellungsball und zum Sieg. Und wir sind gleich wieder da.